fabelhaften und wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, du konntest den Tag heute richtig genießen und dich auch ausgiebig mit dem Thema Kräuter beschäftigen. Ich habe es getan und ich habe heute viel dazugelernt. Wir feiern heute unseren dritten Stewa-Tag und der Tag neigt sich jetzt dem Ende zu. Das heißt, morgen haben wir unseren letzten Tag und da gibt es nochmal ein ganz, ganz tolles und schönes Programm. Bevor wir jetzt nochmal eine Andacht hören und wirklich eine sehr spannende und gute Andacht, die sich wirklich lohnt anzuschauen, möchte ich dich nochmal erinnern an unseren Stewa-Hashtag. Hashtag Stewa21BY. Es gibt da unheimlich viele Bilder, die dort zu finden sind auf Instagram und auf Facebook. Und ich lade dich ein, dort mal vorbeizuschauen und vielleicht auch mal ein, zwei Bilder dort zu hinterlassen. Ich glaube, viele würden sich darüber freuen. Und eine letzte Bitte, wenn dir diese YouTube-Videos gefallen haben und wenn du auch in Zukunft immer wieder regelmäßig auch solche Videos sehen möchtest und dich erinnern möchtest daran, dass es sowas gibt, dann bist du eingeladen, einfach mal auf den Abonnieren-Button zu klicken und diesen Adventjugend Bayern YouTube-Account sozusagen zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und viel Spaß und Gottes Segen bei der Andacht. Shabbat Shalom, ihr Lieben. Wenn ihr diesen Film seht, dann ist schon mehr als die Hälfte der Stewa schon wieder rum. Heute Morgen haben wir euch mitgenommen in eine Geschichte, die von einem Weinberg handelt, von einem König und von einem Besitzer, der leider stirbt. Und wir haben mit vielen Fragen versucht, diese Geschichte auch auf uns wirken zu lassen, Fragen zu stellen, uns darin zu entdecken und auch ein paar Deutungsebenen euch mitzugeben. Aber eine Sache haben wir nicht gemacht. Wir haben euch nicht erzählt, wie diese Geschichte tatsächlich ausgeht. Und das wird der Lukas jetzt mal mit uns teilen, indem er den Bibelvers vorliest und uns erklärt, inwiefern hier diese Geschichte auch was mit Schabbaten zu tun hat, mit Aufhören etwas zu tun und einer Hinwendung zu Gott. Es heißt in der Bibel, als aber Ahab diese Worte hörte. Und diese Worte, das meint den Urteilsspruch Gottes, den Elia ihm übergibt, da zerriss er seine Kleider. Er legte Säcke um seinen Leib, er fastete und schlief in diesen Säcken und ging bedrückt einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia und es lautete, hast du nicht gesehen, wie sich Ahab von mir gedemütigt hat? Deswegen, weil er sich so vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil, das ich versprochen habe, nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten. Das heißt, das, was wir hier lesen, ist ein König, der aufhört, nur an sich zu denken. Nur an sein Wohlergehen, an sein Reichtum, an seine Gemüse- und Kräuterbeete, sondern plötzlich merkt, es gibt mehr. Es gibt einen Gott und zu dem sollte ich umkehren. Ich sollte aufhören, nur an mich zu denken. Und ich glaube, das ist was, was uns im Leben auch immer mal wieder beschäftigen sollte. Denn ich glaube, jeder von uns macht Dinge falsch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal das Gefühl hattet, ihr habt jetzt so viel falsch gemacht oder etwas so Schlimmes getan, dass Gott es gar nicht mehr irgendwie regeln kann. Hier merken wir aber ganz deutlich, wenn wir wirklich umkehren zu Gott, wenn wir wirklich aufhören mit dem bösen Gedanken, die wir haben und einen Neuanfang starten wollen, dann ermöglicht uns Gott diesen, weil er versprochen hat, dass er bei uns ist und dass er uns vergibt. Er ist eben nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und somit reiht sich diese Geschichte letzten Endes in viele Geschichten ein, in denen Gott den Menschen immer wieder zur Umkehr aufruft, zur Buße. Umkehren, aber eben auch hin, auf Gott schauen, ausrichten. Da ist Johannes der Täufer, da ist Jesus, da sind ganz viele, denen das ähnlich gegangen ist. Und ich glaube, das soll auch das Zentrum dessen sein, was wir euch heute als Gedanken am Abend noch einmal mitgeben möchten. An dieser Stelle geht es um eine Gottesbegegnung, um ein sich zuwenden und auch um ein Erleben, dass Gott uns tatsächlich immer wieder gnädig ist.
Und das, diesen Gedanken, wird der Lukas jetzt nochmal in ein Gebet mit uns teilen. Und ich lade euch dazu ein, einfach die Augen zu schließen und am Ende mit einem lauten Amen einzustimmen. Großer Gott, ich danke dir auch für diesen Tag, der Steh war, für alles, was wir erlebt haben heute. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt bei uns bist, wenn der Abend weitergeht, vor allem wenn der Sabbat beginnt. Lass uns diesen Sabbat als einen Tag erleben, an dem wir Gemeinschaft mit dir haben, an dem wir Gedanken von dir mitnehmen können und an dem uns vielleicht auch bewusst wird, was wir in unserem Leben verändern können. Wir haben gehört von Naboth, von Ahab, von Elia und wir haben davon gehört, dass du ein Gott bist, der sich nichts mehr wünscht, als dass wir unseren Blickwinkel verändern hin zu dir, dass wir dir unsere Schuld bekennen und dass wir uns neu ausrichten und deine Wege gehen. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Wege gehen, jeden Tag neu und dass du uns nicht nur heute, nicht nur an diesem Sabbat, sondern auch darüber hinaus ganz viel Freude, Segen und Gewissheit schenkst, dass du bei uns bist, jeden Tag neu. Danke für deinen Segen und deine Gemeinschaft, deine Versprechen in der Bibel und dafür, dass wir als Pfadfinder jetzt in ganz Bayern zusammen sein dürfen und diesen Sabbat gemeinsam beginnen dürfen. Amen. Amen.